Hallöchen und willkommen zurück hier bei Anno 1800 in Ditchwater, unserer kleinen industriellen Stadt. Wir sind dabei bei der Kanonengießerei. Gleich ist es soweit. Wir bauen sie. Wir haben nicht genug Leute, denke ich mal. Doch, wir haben genug. Ich ertappe mich dabei, zu dir aufzusehen. Ja, ich mich auch. Wie es jüngere Geschwister oft tun. Ich klopfe mal auf die Schulter. So, wir haben die Kanonengießerei. Das heißt, wir können bald ein Kanonenboot bauen. Aber brauchen wir noch eine Fregatte. Dafür brauche ich dann Handwerker. Handwerker ist dritte Stufe. Das heißt, wir sind bald so weit für die dritte Stufe. Was brauchen wir denn für die Hafenmeisterei? Die können wir eigentlich bauen, ne? Zack. Und hier können wir dann noch so einen Hafentyp hier reinsetzen, weil wir haben ja einen. Was auch immer der bringt. Hafenaktivität 10%. Immer wenn es im Konto zu einem passiven Handel kommt, besteht die Chance, 5 Tonnen Getreide, Hopfen, Kartoffeln, Trauben oder Paprika zu erhalten. Also ja, ein cooler Typ. Wir verkaufen nur gerade recht wenig. Wir verkaufen nur Segel. Wir könnten auch Eisen verkaufen, aber das möchte ich eigentlich nicht. Da würde ich lieber Stahl verkaufen. Oder? Das wird nicht mehr, das ist Wahnsinn. Das wird nicht mehr... Das nimmt immer mehr ab. Wir können hier immer noch verkaufen. Bis zu 30. Denn dann gibt es passiv schöne Sachen. Ne? Was hat er uns angeboten? Was gab es Schönes? Getreide, Hopfen, Kartoffeln, Trauben, Paprika. Das ist doch toll. Schnaps wird einfach nicht mehr. Also ich baue jetzt noch eine Kartoffelfarm. Spielstand gespeichert. Dankeschön fürs Speichern. Wie machen wir die denn so? So ein bisschen vereinzeln. So. Kartoffelfarm und dann brauchen wir noch eine Schnapsbrennerei. Aber dann müsste es doch mal langsam reichen, ey. Ich habe jetzt 6 Stück, nee, 5 Stück. Und 6 Kartoffelfarmen. Und es wird nicht... Jetzt ist stabil. Hier ist auch gerade stabil. Sir Archibald Blake hat in Ditchwater einen Handel abgeschlossen. Gab es was Schönes? Gab es Paprika? Weil sowas habe ich ja nicht. Wir haben 5-mal Seife. Wir haben genug Wurst. Wir haben genug Brot. Das ist sehr gut. Wir brauchen jetzt nur noch die Schule. Da fehlt aber noch 1000 Eisen. Und was brauchen sie denn noch, die Feinherren? Bier. Sie brauchen Bier. Hopfen kann ich hier nicht anbauen. Das heißt, ich brauche eine neue Insel. Hier gibt es Hopfen, aber die Insel ist mir ein bisschen zu klein. Wen gehört die Insel? Niemand. Hier gibt's Hopfen. Gibt's hier Hopfen? Hier gibt's Hopfen. Die nehmen wir. Ei. Ei, ei. Was werden wir denn dafür brauchen? Ja, was brauche ich denn eigentlich für so einen Hafen? Das könnte ich verkaufen. Transfermenü. Eine Patrouillenroute. So, das erstmal hier rein. Na, das reicht nicht. Okay. Das ist schlecht. Hier mal upgraden. Denn hier ist Stau, ist nicht gut. Wir haben jetzt zu viel Lehm. Und das kriege ich nicht raus. Die Steine kann ich noch hier reinräumen. Hallo, die Steine da rein. Und das kommt ins Wasser. Nehmen wir mal Holz mit. Nehmen wir mal das Holz mit. Und das mit. Kann ich nicht. Weil ich das Leben nicht loskriege. Und dann werden wir mal hier eine neue Insel unser eigenen für Hopfen. Schnaps geht wieder. Bleibt stabil. Das bleibt stabil.
Alles schick. Er hat einen Handel abgeschlossen. Gab es was Schönes? Gab es Hopfen? Gab es Paprika? Nö. Zwei von sieben Kanonen. Wir können dann bald loslegen und das Kanonenboot bauen. Schule, da fehlt noch ein bisschen. Was hat die Insel noch Schönes zu bieten? Eisen, Steinkohle, Zinn, Kupfer und natürlich noch Zement. Haben wir Zement? Hier haben wir auch Zement. Hier haben wir noch Jagdgründe. Gibt es hier nicht. Getreide, Hopfen. Da könnte ich auch direkt hier Bier brauen. Wenn ich jetzt hier überhaupt was hinbauen kann. Kann ich die Insel Main nennen? Geht das einfach so? In der Kampagne? Ja, kann ich. Ein Konto bauen kostet 8 Eisen. Okay, und 10 Holz. Wissen wir Bescheid? Ab zurück. Eisen haben wir doch. Wir bräuchten noch ein Stahlwerk, ne? Also eine Raffinerie. Oder was ist Raffinerie? Wie hieß es denn? Ein Hochofen. Aber der braucht so viele Leute, der braucht 100 Arbeiter, haben wir nicht. Attraktivität minus 5. Bringt die Obermas Attraktivität nach oben? Anscheinend noch nicht. Na, ich baue erstmal doch, ich baue erstmal die Schule jetzt. Und dann machen wir die Insel. Eins nach dem anderen, würde ich sagen, weil vielleicht kommen da noch hier die letzten zwei Leute rein. Da geht dann mal die Bevölkerung ordentlich nach oben. Aber wir brauchen noch 9 Mal. Ein Feuer ist ausgebrochen. Dann müssen wir mobilisieren. Hier alle raus, hier, zack, los geht's, kommt, Feuer löschen. Oh, ein Feuer? Das ist schon ordentlich. Und vor allem mit den Straßen, das wird ja gar nichts. Bis da die Feuerwehr da ist, ist ja Weihnachten. Viel schneller. Wir müssen hier echt langsam überall solche Straßen bauen. Da sind die etliche, so Wahnsinn, wie die Kutschen dann ihr Gas geben. Hoffen wir mal, sie können alles löschen. Wie aus einem Albtraum, die Flammen. Hier wird ordentlich gelöscht. So, das erste Feuer ist gelöscht, das zweite ist gelöscht. Ja, das sollte klappen. Also zwei Feuer werden reichen hier, anscheinend. Die Kirche hat Geld, alles um die Kirche wird erstmal gepflastert. Und hier unsere Allee. Dann können wir noch in die Ecke. Zack. Und hier noch. Flammen wurden gelöscht. Da kriegen wir vielleicht auch endlich mal unsere Leben los. Ne, kriegen wir nicht, ne? Ne, war klar. Das königliche. Und wenn man das kriegt jetzt noch rein. Ich krieg das jetzt nicht mehr das Holz rein. Das muss noch reingehen, das Holz. Hallo, Holz? Dahin. Gut. Was braucht denn eigentlich diese Farm? Die kosten schon mal. Das kostet natürlich. Eisen, das nicht. Aber das bestimmt auch, ja. Aber wir können alles auf der anderen Insel dann bauen. Können wir nicht. Brauchen wir Arbeit dafür. Haben wir auf der anderen Insel nicht. Das macht das Spiel ein bisschen komplizierter, ne? Mit den verschiedenen Klassen, die dann auch in verschiedenen Gebäuden arbeiten. Da kann ich das nicht auslagern. Ich könnte dann
die Schnapsindustrie auslagern zur Not. Oder die Wollindustrie, weil Wolle geht ja eigentlich überall, ne? Wolle, ja, das ist nicht gebunden. Könnte ich die mit hier rübernehmen? Oder kostet das Arbeiter? Und jetzt die Metzgerei? Nee, nee, das kostet... Nee, Bauern. Und nicht zu wenig. Das sind schon 150 Bauern, die nur hier Wolle machen. Und dann, gut, also das ist natürlich noch mehr, ne? Hätte ich den Platz wieder frei, wobei wir haben noch genug Platz auf dieser Insel. Und wir bauen ja erstmal die Schule. Kommt da jetzt die Feuerwehr weiter eigentlich, wenn die Straßen besser sind? Das wäre mal gut, gut zu wissen. Wir können ja mal gucken, wenn wir die Straße jetzt bis hier oben hinaus bauen. Ob sie weiterkommt. Ne, sie kommt nicht weiter. Schade. Hätte ja durchaus sein können. Haben wir schon was Schönes beim Handeln bekommen oder ist das nur Show? Scheint nur Show zu sein, weil ich bekomme nichts. Schade, schade, schade. So, ihr seid voll, ne? Das Lager ist voll. Was führt sie zu? Ja, aber Holz verkaufen. Jetzt haben wir es bekommen. Los, wir hopfen. 5% ist echt nicht viel, wie es aussieht. Beeinflusst alle Kontore. Ja, ja, ja. Immer wenn ein Kontor zu passivem Handel kommt, besteht die Chance. Was ist jetzt der passive Handel? Das ist eigentlich passiv, ne? Weil ich mache nichts. Ich biete die Waren aber an. Also, oder aktiv. Ach, schwierig, schwierig. Was kostet sie noch? 25 Ziegel, die haben wir ja gleich. Neue Befehle? Nee, eigentlich nicht. Sorry. Ich krieg die nicht los. Ich will das Leben losbekommen. Wir könnten noch ein Depot bauen. Machen wir auch. Und schnell raus damit. Hallo? Erhöht die Lagerkapazität auf der Insel, ja. Ja, dann nur schnell jetzt, komm, nimm an. Och, endlich. Und kostet nur 20 Münzen plus 50, das ist sehr gut. Hier haben wir zwei Lager, wir brauchen eigentlich nichts mehr da bauen. Das müsste ja auch gehen, das geht, passt alles. Jetzt können wir dann hier bauen, eine Geschützstellung, aber jetzt müsste das Boot, wir können es bauen. Kostet mich wie viel Arbeiter wieder? 100, ne? Das heißt, wir haben viel zu wenig Arbeiter. Wir upgraden noch ein paar Gebäude ab. Was kostet die Welt? Hier um die Kirche, da können wir es ein bisschen hübscher machen. Und dann brauchen wir wieder Bauern. Also auf jeden Fall, wir werden die Schnapsbrennereien und die Kartoffelfelder auf die andere Insel mitmachen. Wobei die Schafe brauchen weniger Platz. Ne, wir machen doch die Schafe mit rüber. Brauchen hier fast genauso viele Leute. Es sind halt 10 weniger pro Schaffarm, okay. So, wir sollten dann wieder genug Leute haben. Hier haben wir jetzt keine Querstraße, einfach alles voller Hütten geknallt. So sieht es jetzt so richtig schön aus, richtig Assi-Gebiet. Hier ist schön grün, hier kann man mir reinzoomen, herrlich. Schön grün. Die Kirche, da ist nicht viel los. Hier, da ist Trubel. Im Wirtshaus. Und noch 5-mal Ziegel. Dann kommt die Schule. Dann können die Kinder endlich in die Schule gehen. Juhu, die werden sich freuen. Die werden mich dafür hassen. Warum baut der nur eine Schule? Ist der doof? Wir hatten jetzt so viel Freizeit. Hier gibt es noch andere Sachen. Das ist natürlich ein Blumenbeet. Ja, das sieht komplett gleich aus. Okay. Hier haben wir noch andere Bäume. Hier neben der Schule können wir noch ein bisschen was bauen. So. Dahin, was haben wir hier noch?
Eine alte Tränke. Für die Pferde. Das ist schön. Und hier noch kleine Bäume. Ein letzter Blick. Was möchtest du diesmal veröffentlichen? Mit all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Okay, Zeitungsartikel, keine Auswirkung. Entwurf. Ja, wie kann ich das? Ach, hier lektorieren bestimmt, ne? Einfluss. Was haben wir hier? Propaganda, Konsumverhalten, Einkommen. Steigert die Einnahmen, die ihre Bevölkerung erwirtschaftet. Plus 5%. Und Einfluss plus 25%. Ja. Und was ist hier? Zeitungsartikel. Ersetzt durch Propaganda. Wichtigkeit der Bedürfnisse. Plus 5%. Das können wir noch nicht. Zufriedenheit der Bevölkerung. Und was haben wir hier? Kann einen negativen Artikel durch einen ersetzen, der keine Auswirkung hat. Ich schätze, so kann man es auch formulieren. Sie sind ein Genie. Kaufen, kaufen, kaufen. Und natürlich die Gelddruckmaschine. Das wird so veröffentlicht. Es trägt... Alles kostet mich hier den Einfluss. Okay. Stapel gelaufen. Sie ist klein, aber oho. Sie können ihren Vater nicht zurückbringen. Das ist ein Schoner. Das ist das Kanonenboot. Schoner steht bereit. So, den Schoner, den bringen wir jetzt weg. Ah, er möchte zwei Kanonenboote. Ja, wir brauchen mehr Kanonen, ne? Aber wir können jetzt endlich... Es ist nicht Bright Sands, aber es ist alles andere als schlecht. Ja, ne, schlecht ist es ja nicht, ne? Thomas beginnt endlich das Gute in mir zu sehen. Wenigstens einer, der mal was Gutes in mir sieht. Spielstand gespeichert. Oh ja, jetzt geht's ab. Jetzt kriegen wir die zwei Leute dazu, ne? Ein. Den letzten, der braucht dann noch Spear oder was? Den kann man nicht vorstellen. Weil wenn ich Spear habe, können sie gleich abgequält werden. Das wäre ja ein bisschen komisch. Einkommen 5%. Ja, jetzt haben wir hier 20 von 20. Und können schon upgraden. Also brauchen die das anscheinend gar nicht, das Bier, ne? Zufriedenheit 26. Also wenn ich jetzt hier sage, kriegt er nicht mehr, kriegt weniger Geld. Das ist das Einzige. Aber wir haben genug Schnaps, das passt. Bleibt stabil. Bleibt, wird mehr. Seife wird mehr. Und der Archibald hat wieder einen Handel abgeschlossen. Sehr gut. Danke. Bereit. Ja, das kriegst du von mir, bitteschön. Ein Kanonenbötchen. Und gleich kriegst du noch eins, aber wir brauchen noch drei Kanonen. So schnell sind die hier nicht in der Kanongießerei. Jetzt haben wir 248, jetzt haben wir genug. Was war denn noch wenig? Was war wenig? Wir könnten jetzt noch eine Wurstwarenfabrik bauen oder, naja, Brot passt eigentlich. Seife passt auch. Du brauchst Schweine, du machst daraus dann Talg, ja. Und du machst aus Talg Seife, das passt. Aber es könnte sein, dass der zweimal Talg braucht, ne? Verminderte Produktivität, ja, wir brauchen anscheinend zweimal Talg. Kostet 30 Arbeiter. Ne. 40 Arbeiter. So. Die Schneiderei nehmen wir nachher rüber. Das habe ich jetzt vorgenommen. Das machen wir gleich. Brauchen wir nur noch diese Stahlträger, mehr davon. Und wir hätten genug Eisen. Und Kohle haben wir ja auch ohne Ende. Oh, hier haben sie jetzt schön aufgeforstet. Die Kokerei. Oder Köhlerei, Kokerei, Köhlerei. Das ist ja fast das gleiche. Benachrichtigungen. Ja, hier können wir alles löschen. Warnungen können wir wegmachen. Einfluss 115, Propaganda, Handel, Militär, okay, Kultur. Optimierungen.
kostenlos verfügbar. Ein Rathaus. Wo kann ich denn das Rathaus bauen? Ihr sagt kostenlos verfügbar und ich sehe es nicht. Kirche, Segel. Polizeiwache gibt es ja auch noch. Kostet auch nur Unterhaltskosten. Haben wir nicht genug Eisen, ne? Oder Ziegel? Ziegel fehlen. Da können wir dann alle Aufstände mit der Polizei niederknüppeln. Denn bei mir gibt es keine Aufstände. Es fehlen Ziegel und wir haben genug Lehm. Lehm haben wir genug. Wobei die Ziegeleien auch reichen. Wenn wir jetzt nicht so viel verbrauchen, es geht so schnell nach oben. Können wir jetzt das Kanonenboot schon in Auftrag? Ne, es fehlt noch eine Kanone. Die bilden aus. Die können auch nicht ausbilden. Aber es war jetzt für euch kein Bedürfnis, oder? Polizei? Ne. Nö, Polizei wollen jetzt für euch noch nichts bedürfen. Nö, nö, nö. So, ihr kriegt nur eine Polizei. Denn sicher ist sicher. Und ich hätte gerne noch Eisen. Oder Stahlträger. 10 brauchte ich. Kanonenboot? Nein, immer noch nicht. Perfekte Produktivität. Sehr gut. Ach, da kommt meine Kanone. Da wird sie hingefahren und gleich verladen. Wir gucken mal zu beim Verladen. Spielstand gespeichert. Er fährt an den Kran ran. Und der Kran macht keine Animation. Doch, der fährt langsam rum, oder? Ah ne, der bewegt sich nur hin und her. Da drüben lädt er aber ab. Aber auch komisch abgeladen. So, wir sollten die Kanone jetzt haben und bauen dann unser zweites Kanonenboot. Für unseren Archibald Blake. So, das kommt. Und damit würde ich dann sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei Anno 1800. Bis dahin, tschüss, euer Rob.